Nein, das war richtig dämlich. Intro-Szene. Das Design des X15.3 ist nahezu identisch zum 15.1, außer dass eben die Socke fehlt, aber ansonsten ist da nicht viel Unterschied. Mit 245 Gramm ist der Schuh auch nur 10 Gramm schwerer als das Topmodell und in Sachen Haltbarkeit kann ich nach den ersten Trainingseinheiten auch wirklich nichts Negatives sagen. Was mir nicht so gut gefällt, ist das Obermaterial des 15.3. Da hat man beim 15.1 ein deutlich weicheres Obermaterial, muss ich sagen. Die Steuernanordnung ist komplett gleich, nur der Preis unterscheidet sich natürlich deutlich. Den 15.3 bekommt man für 42,83 Euro, den 15.1 für 139,95 Euro. Ich packe euch beide Links zur Sportida in die Videobeschreibung. Hier oben gibt es noch einen 10 Euro Rabattgutschein. Und ich bin wieder raus, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ha ha ha.